Das Römische Weltreich. Vor 2000 Jahren sandte es seine Legionen zu uns nach Germanien. Hier eroberten sie weite Landstriche. Wie sie das schafften und was die Römer alles im Gepäck hatten, das möchte ich Ihnen in den kommenden 45 Minuten verraten. Die Römer bauten die ersten richtigen Straßen. Noch heute führen viele unserer Bundesstraßen über ihre Routen. Entdecken Sie mit uns, mit was für einem ausgeklügelten System die Römer am Grenzwall Limes ihre neuen Provinzen sicherten und wie ihre Flotte Rhein und Donau zum streng bewachten nassen Limes machte. Wie fühlt es sich an, so ein römisches Kriegsschiff zu rudern? Ja, wie gelang es den Römern überhaupt, den Südwesten Deutschlands zu erobern? War ihre technisch überragende Kriegsmaschinerie die Geheimwaffe gegen die Germanen? Oder waren die römischen Speere einfach besser? Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Zeitreise. Auf den Spuren der Römer. Beginnen wir ganz vorn. Aus einer kleinen Siedlung am Tiber entstand die mächtigste Stadt der Antike, Rom. Bald beherrschten ihre Legionen ein Weltreich, das den gesamten Mittelmeerraum umschloss. Doch die Römer wollten mehr. Nördlich der Alpen lag das Land der Germanen. Schroffe Felsen, Eis und Schnee, all dies konnte die erfolgsverwöhnten Eroberer schließlich nicht mehr zurückhalten. Hier in den Alpen beginnt meine Spurensuche. Jedes Jahr kommen Millionen Menschen über die Alpen. Vor 2000 Jahren waren die Berge dagegen noch ein echtes Hindernis und lange Zeit die natürliche Grenze der Römer zu den Barbaren, wie sie unsere Vorfahren nannten. 15 vor Christus machten sich die beiden Feldherren Drusus und Tiberius dann auf, den Norden zu erobern. Und Drusus nahm die Strecke hier über den Fernpass, die Straße, auf der ich jetzt gerade fahre, und führte so seine Legionen zu uns. Geteerte Straßen gab es damals natürlich noch nicht. Die römischen Soldaten mussten sich durch unwegsames Gelände quälen. Drusus wählte bewusst den Sommer für seinen Alpenfeldzug, damit seine Marschkolonnen nicht auch noch dem schlechten Wetter ausgesetzt waren. Auf die Militärs folgten Händler und Beamte. Sie reisten schon etwas bequemer, auf zügig ausgebauten Fernstraßen wie der Via Claudia. Diese wurde zu einer Hauptverkehrsachse von Italien nach Germanien. Bis heute folgt die Passstraße ihrem Verlauf. Schon damals waren die Pässe über die Alpen wichtige Lebensadern. Nach den Legionären nutzten sie die römischen Händler, um ihre Waren im gesamten Römischen Reich zu verteilen. Ihre eisenbeschlagenen Wagenräder hinterließen dabei Spuren wie diese hier. Und wie diese römischen Wagen aussahen, das wissen wir auch von Reliefs. Oft zogen Ochsen die schweren Gespanne. Der Hund war schon damals ein treuer Begleiter des Kutschers. Das war auch gut so, denn auf einsamen Streckenabschnitten lauerten häufig Räuber. Hund und Herr waren daher froh, wenn sie eine Raststation wie diese erreichten, die in regelmäßigen Abständen an den Römerstraßen verteilt waren. Für Sicherheit sorgten Militärpatrouillen. Sie waren schwer bepackt, besonders wenn es durch unsicheres Gebiet oder Feindesland ging. Bis zu 30 Kilo Ausrüstung und Waffen schulterte ein Legionär. Dafür war er aber autark und immer und überall sofort einsatzfähig. Das Schuhwerk der römischen Soldaten wirkt dagegen zunächst weniger durchdacht. Doch die Sandalen, mit denen auch Drusus über die Alpen zog, waren aufgerüstet. Solche Nägel sind eine der wenigen Spuren, die Archäologen von Drusus' Feldzug über die Alpen gefunden haben. Und solche Nägel gehörten zu solchen Schuhen. Das sind römische Militärstiefel, sogenannte Caligae. Und die Nägel waren in die Sohle der Schuhe gehämmert, damit die Legionäre besseren Halt hatten. Doch
Konnte man damit wirklich Fels und Eis überqueren und ein Weltreich erobern? In einem groß angelegten Versuch wollen experimentierfreudige Römerforscher das herausfinden. Alles beginnt in der Schmiede von Alexander Zimmermann. Exakt nach den antiken Vorbildern, den gefundenen Schuhnägeln von den Alpenpässen, schmiedet er in Handarbeit hunderte neuer. Ein römischer Schuster, der im normalen Leben übrigens IT-Spezialist ist, näht einen speziellen Sohlenbesatz in die Militärstiefel. In denen werden später die Nägel gehämmert. Alles geschieht in Handarbeit. Unzählige Arbeitsstunden stecken in dem Sandalenexperiment, ehe es richtig losgehen kann. Dann ist es endlich soweit. Drei Testlegionäre wechseln das Schuhwerk. Erste Station, Fußballplatz. Die KLG geben guten Halt. Die Nägel in der Sohle wirken wie die Stollen von modernen Fußballschuhen. Auch auf Waldboden überzeugen die Sandalen der Römer. Sie liegen gut am Fuß und sind rutschfest. Doch wie steht es mit dem Tragekomfort? Gerade wenn man mehrere Stunden in den Dingern läuft und mit hoher Belastung. Im Gegensatz zu heutigen Schuhe verfügen die Römischen natürlich über kein Fußbett, über keinen Absatz. Was uns natürlich bei ungeübten Leuten eigentlich auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil sie noch irgendwie immer Sehnen und sonstiges auch ein bisschen verhärtet. Auf lange Asphaltstrecke zu laufen, also ein glatter Boden, der keinen Unterschied dann auch wieder macht beim Schritt, ist anstrengend. Ansonsten, wie gesagt, im Gelände super. Und es war wahrscheinlich auch in der Antike so. Doch was, wenn die genagelte Sohle abgelaufen war? Für solche Fälle wurde den Legionären sogenanntes Nagelgeld ausbezahlt. Damit konnten sie sich bei Bedarf neue Nägel kaufen und von einem Schuster die abgelatschten Nägel in ihren Sandalen ersetzen lassen. Als die Römer vor 2000 Jahren über die Alpenpässe zu uns in den Südwesten kamen, waren sie also bestens beschuht und schwer bepackt. Jetzt wissen wir schon mal, auf welchen Wegen und mit welcher Ausrüstung die Römer zu uns kamen. Aber wo haben sie gekämpft und gegen wen und welche Schlachten waren besonders wichtig? Dazu gucken wir uns hier in Mainz den Feldherrn Drusus mal ein bisschen genauer an. Dem haben die Römer hier nämlich den Drususstein gebaut. Der sah natürlich nicht immer so schmucklos aus wie heute. Damals war das Denkmal für Drusus, übrigens ein Stiefsohn von Kaiser Augustus, mit Reliefs verziert. Diese zeigten seine Heldentaten in Germanien. Herr Dr. Ruprecht, wieso hat denn der Drusus hier dieses Denkmal bekommen? Weil er hier sein militärisches Zuhause hatte. Die Alpen waren erobert, Süddeutschland war erobert, Drusus sollte das Römische Reich bis an die Elbe erobern, tat er auch. Von hier rückte er aus mit Tausenden von Soldaten, in Mainz war eine große Garnison. Und hierher kam er auch wieder zurück im Jahre 9 vor Christus, aber eben tot. Tot, nicht im Kampf, eigentlich war Germanien besiegt, so konnte man annehmen. Nein, er war vom Pferd gestürzt. Reitunfall, würden wir heute sagen. Komplikation. Und er starb. Vielleicht, weil seine Soldaten nicht an einen so profanen Tod glauben wollten, geisterte bald eine Legende durch die Legionslager. Eine riesenhafte weiße Frau soll Drusus an der Elbe erschienen sein und ihn zum Rückzug aus Germanien bewegt haben. Auf dem Weg ins heutige Mainz starb der Feldherr schließlich. Hier wurde er aufgebahrt. Hier gab es die große Trauerfeier. Und dann wurde Drusus nach Rom geschafft. Und hier wurde eben mit Erlaubnis von Kaiser Augustus ein
Denkmal an ihn errichtet in Form eines Grabmals. Deshalb auch Leergrab genannt, denn er lag in Rom, aber hier wurde an ihn erinnert. Drusus erhielt nicht nur dieses Denkmal. Zudem wurde ihm der Beinamen Germanicus verliehen. Das überrascht etwas, schließlich konnte er die Elbe als Grenze nicht halten. Und trotz moderner Pfeilgeschütze schafften es seine Legionäre nie, ganz Germanien zu erobern. Doch die Römer gaben nicht auf und drangen immer wieder über Donau und Rhein vor, bis ihnen eine Einheit gebot. Arminius, besser bekannt als Hermann der Cherusker. In den Wäldern Germaniens kam es im Jahr 9 nach Christus zu einer Entscheidungsschlacht. Der römische Feldherr Varus wurde von Arminius in einen Hinterhalt gelockt. In dem unwegsamen Gelände waren die römischen Truppen hilflos, denn ihre Hightech-Waffen versanken im Morast. 3 Legionen wurden vernichtet. Für Gerd Ruprecht eine taktische Meisterleistung der Germanen, die diesen Triumph jedoch nicht wiederholen konnten. Obwohl sie die Varusschlacht verloren haben, war die Kriegsmaschinerie der Römer in jenen Tagen überragend. Mit ihr haben sie es geschafft, ihre Provinzen über Jahrhunderte zu verteidigen. Ein Beispiel für die waffentechnische Überlegenheit der Römer über die Germanen war dieses Pfeilgeschütz Scorpio. So ein Scorpio, natürlich ein Nachbau, soll im Fraunhofer-Institut im badischen Kandern untersucht werden. Auf seine Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Mit modernsten Super-Zeitlupenkameras wollen Forscher herausfinden, wie effektiv diese Fernwaffen waren. Die Spannung steigt. Der erste Pfeil, immerhin 120 Gramm schwer, wird eingelegt. Wird die Aufprallenergie ausreichen, um den Schild zu durchschlagen? In der Superzeitlupe wird deutlich, mit welcher Wucht das Geschoss den dreilagigen Holzschild durchbohrt. Eine tödliche Waffe, wenn man sich nicht hinter dicken Palisaden schützen konnte. Oder half vielleicht eine Rüstung aus Eisen? Der Helm eines Legionärs wird anvisiert, aus 20 Metern Entfernung. Auch in diesem Fall hätte es kaum eine Überlebenschance gegeben. Fortsetzung des Experiments auf freiem Feld. Ein Weitschussversuch soll ermitteln, auf welche Entfernungen der Scorpio eingesetzt werden konnte. Erst wenn die Luft rein ist, keine Spaziergänger im möglichen Schussfeld herumlaufen, heißt es Feuer frei. Wie aus dem Nichts bohrt sich der Pfeil in den Acker. Wenn man sich vorstellt, dass die Römer oft 100 solcher Geschütze mit sich führten, wird klar, wie sie damit Feinde auf Distanz halten konnten. Immerhin flogen die Pfeile mehr als 200 Meter weit. Und in den Römerkastellen lagerten neben den relativ leichten Pfeilgeschützen auch noch ganz andere Kaliber. Katapulte. Ganze Batterien. Mit diesen schweren Waffen schossen die Römer zum Beispiel Festungen sturmreif, bevorzugt mit Brandgeschossen. Hinzu kam eine ausgefeilte Taktik. Nachdem die Artillerie ihre Vernichtungsarbeit verrichtet hatte, rückten die Fußtruppen vor. Sie erledigten im Nahkampf die Gegner, die noch nicht tot oder geflohen waren. Die Armee war der Stolz der Römer. Die Legionäre bildeten das Fundament ihres Imperiums. Klare Ordnung und Befehlsstrukturen waren ein Erfolgsgeheimnis gegenüber den oft zerstrittenen Germanen.
Es wurden mehr Kriege mit dem Spaten gewonnen als mit dem Schwert, schrieb ein römischer Chronist. Es galt die eiserne Regel, ist die Truppe auf dem Marsch, sind täglich provisorische Befestigungen anzulegen, als Schutz vor Überraschungsangriffen. Deckung spart Blut, so die pragmatische Strategie. Heldentum kam erst an zweiter Stelle. Eine Zeltbesatzung, ein Contubernium, war die kleinste organisatorische Einheit der Armee. In jedem Zelt lebten 8 Männer, die nicht nur eine Kampf-, sondern auch eine Haushaltsgemeinschaft bildeten. Sie marschierten und schanzten zusammen und bereiteten gemeinsam ihr Essen zu. Jedes Contubernium hatte seine eigene Handmühle samt Getreidevorrat. Als Selbstversorger waren die Soldaten damit im Gelände relativ unabhängig, ein wichtiger militärischer Vorteil. Oft gab es den berühmt-berüchtigten Puls, ein Getreidebrei, der mit allem gerade Verfügbaren verfeinert wurde. Organisation ist das halbe Leben, nicht nur in der Küche. Auch als die Römer nach den Feldlagern befestigte Kastelle einrichteten, blieb das Leben der Soldaten durch eine Vielzahl von Vorschriften klar geregelt. Diese strenge Ordnung war den Germanen äußerst suspekt. Und tatsächlich hatten sie den gut organisierten Legionen der Römer nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Damit die Ordnung auch auf dem Schlachtfeld nicht verloren ging, stand auf dem Dienstplan der Legionäre täglicher Drill. Exerzieren. Die Römer wussten genau, wie jede Waffe wird auch das Pilum, der Wurfspeer der Legionäre, erst durch seinen Träger gefährlich. Dieser Speer, genauer gesagt dieses Pilum, war die Waffe des einfachen römischen Soldaten. Klassischerweise unterteilt in einen Holzschaft und eine Eisenstange mit Spitze. Der berühmte Julius Caesar schrieb über dieses Pilum, dass man damit mehrere Schilde durchbohren und zusammenheften konnte. Reine Propaganda oder war das hier wirklich eine geniale Konstruktion? Zurück in Kandern am Fraunhofer-Institut. Jetzt kommt das Pilum auf den Prüfstand. Unser Testwerfer, Alois Stauthammer, bereitet sich gewissenhaft vor. Die Vierkantspitze hat den Schild glatt durchschlagen. Und was Alois Stauthammer sofort auffällt, sie lässt sich nur schwer wieder herausziehen. Zweiter Versuch. Die Super-Zeitlupenkamera zeigt die perfekte Wurftechnik. Das 3 Kilo schwere Pilum trifft in einem flachen Winkel auf das Ziel und den dahinter montierten Panzer einer Rüstung. Welche Folgen hätte so ein Wurf für den getroffenen Gegner gehabt? Die Spezialisten sehen, dass die lange Eisenspitze mit großer Durchschlagskraft auf den Schild wirkt. Verletzungen sind bei solch einem Treffer zumindest wahrscheinlich. Noch spannender, dadurch, dass der Speer stecken bleibt, macht er mit seinem Eigengewicht den Schild unbrauchbar. Er wird für den Träger schlichtweg zu schwer. Haben die Römer also mit dem Pilum die germanischen Provinzen erobert? Oder war es die Artillerie? Oder waren letztlich die römischen Truppen einfach nur besser organisiert als die der Germanen? Wir kriegen das raus. Ich mache mich auf den Weg von Mainz nach Aalen. Auch dort hatten die Römer ein großes Militärlager errichtet. Mit diesem Kastell wollten sie die eroberten germanischen Provinzen schützen gegen die Barbaren im freien Germanien, die auf der anderen Seite des Grenzwalls Limes lebten. Das Reiterkastell hier in Aalen war das größte nördlich der Alpen.
Dr. Kempis, das kann aber noch nicht alles gewesen sein, oder? Nein, wir stehen zwar hier auf dem Gelände, aber das, was wir sehen, ist nur die Teilrekonstruktion einer der Reiterkasernen. Von denen gab es hier 12 Stück im Kastell. Die waren insgesamt 84 Meter lang und 24 Meter breit. Hier haben wir nur einen kleinen Ausschnitt rekonstruiert. Und wie viele Soldaten waren hier untergebracht? Also insgesamt im Kastell 1000 Reiter. Und in diesen Kasernen waren pro Raumeinheit 3 Reiter mit ihren Pferden untergebracht. Gucken wir uns doch mal an, oder? Ja, können wir machen. Stall und Unterkunft in einem. Genau. Die Pferde und die Reiter. Und Sattel aus Leder, aber ohne Steigbügel. Oder fehlen die hier einfach? Nee, die fehlen nicht. Der römische Sattel braucht keine Steigbügel und der römische Reiter braucht keine. Weil bei diesem Sattel sieht man diese Versteifung, diese Hörnchen, wo auch Metallplatten eingearbeitet sind. Und da hat der Reiter einen festen Sitz und kann auch Schwert und Schild benutzen, ohne runterzufallen. Weiter geht's im Nebenraum. So sah die Soldatenunterkunft aus? Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass hier 3 Soldaten auf diesen ca. 25 Quadratmetern gelebt haben. Wir haben eine relativ spartanische Einrichtung. Vor allen Dingen wichtig ist die Herdstelle auch, wo die Soldaten ihr Essen bereiten konnten. Und hatten jede Menge Ausrüstung dabei. Was ist das alles? Genau, also was wir sehen, ist hauptsächlich Teil dieses Kettenpanzers, der aus Eisen ja ist, aus Eisenringen und deshalb auch rosten konnte und gepflegt werden musste. Und weitere Ausrüstungsteile, wie jetzt zum Beispiel Helme, Schilde, Schwerter, waren eigentlich im ganzen Reich relativ ähnlich. Also wir können auch von der Archäologie her einzelne Dinge hier am Limes finden, die wir exakt in derselben Weise auch jetzt in Syrien oder am Hadrianswald in England finden können. Und war diese standardisierte Ausrüstung letztlich das Erfolgsrezept der Römer? Das war sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, dass immer genügend und gute Ausrüstung zur Verfügung stand. Wichtig ist aber auch die gesamte Befehls- und Ordnungsstruktur. Man kann das zusammenfassen unter den Begriffen Ordnung und Disziplin. Eine klare Rangordnung und Disziplin. Darauf war jede Legion aufgebaut. 100 Soldaten bildeten eine Zenturie. 2 Zenturien ein Manipel. 3 Manipel eine Kohorte. 10 Kohorten hatte jede Legion. Bei voller Mannschaftsstärke waren das 6000 Mann mit klaren Befehlsstrukturen von oben nach unten. Ein oft entscheidender Vorteil in der Hitze der Schlacht. Ein Beispiel für die Disziplin der Römer: Spezialformationen wie die Schildkröte. Sehr effektiv bei Beschuss von oben, zum Beispiel bei Belagerungen. Doch sie funktionierten nur, wenn alle mitmachten. Bedingungslos. Disziplin eben. Das Wort haben die Römer erfunden. Ausrüstung, Waffen, Unterkünfte und Organisation. Im ganzen Imperium Romanum waren sie standardisiert. Egal ob in Germanien, Syrien oder Britannien, die römische Armee war perfekt organisiert. Diese Überlegenheit brachte dem Südwesten in den ersten Jahrhunderten nach Christus lange Phasen des Friedens. Pax Romana. Aufgebaut auf den Schilden und Schwertern der Soldaten. Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg, war ein Leitspruch der Römer. Ihre massive Präsenz in den Grenzregionen am Limes und in den großen Kastellen war für die sonnenverwöhnten Soldaten zwar nicht immer einfach, aber sie sorgte für Stabilität und Sicherheit in den Provinzen. Im Zentrum eines jeden Kastells befand sich das Stabsgebäude, von dem wir hier noch die Grundmauern sehen. In dieser sogenannten Principia saß die militärische Führung. Hier wurden Ehrengeschenke der Truppe aufbewahrt und hier stand die Statue des Kaisers. Da die Römer ja eine Berufsarmee hatten und anders als die Germanen ausschließlich mit Kämpfen ihr Geld verdienten, war für die Soldaten besonders wichtig, was sich direkt hier unten drunter befand, nämlich die Kasse der Truppe. Was hat denn ein römischer Soldat so verdient im Jahr? Das ist natürlich in den verschiedenen Zeiten ein bisschen unterschiedlich. Man kann aber so grundsätzlich sagen, 250 Denare im Jahr, also Silbermünzen, für einen Legionssoldat so in der Zeit des Augustus. Es wirkt jetzt erstmal ein bisschen wenig.
Ja, aber das sind natürlich Silbermünzen, wenn man das anschaut. Also es hat auch einen hohen Materialwert und man kann jetzt in dem Münzsystem das natürlich verrechnen und sagen, eine solche Silbermünze war den gleichen Wert wie vier solcher Sesterzen. Und für solche vier Sesterzen konnte man zum Beispiel einen guten Liter Wein kaufen oder auch einen großen Sack Getreide. Die Soldaten an den Grenzen des Imperiums waren also gut versorgt. Sie lebten in befestigten Kastellen entlang des Limes und neben diesen Militärlagern entwickelten sich nach und nach große Städte wie Köln, Mainz und Regensburg. Ich fahre weiter, um mir den Limes aus der Nähe anzusehen. Dieser weltbekannte Wall war ein wichtiger Teil des ausgeklügelten Verteidigungs- und Grenzsystems der Römer. Meine Spurensuche entlang der 550 Kilometer langen Strecke ist ergiebig. Immer wieder finde ich Überreste des Grenzwalls, wie hier in Rheinau-Buch. Noch heute steckt der Limes voller Überraschungen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Limes, der ja aus Palisaden, teilweise aber eben auch aus Mauer bestand, auf einer Länge von 90 Kilometer gerade mal 30 Zentimeter von der idealen Gerade abweicht. Die Frage ist, wozu das Ganze? Schließlich wäre es ja viel sinnvoller gewesen, einfach das Gelände auszunutzen. Möglicherweise wollten die Römer einfach mal zeigen, was sie drauf hatten und den Germanen so richtig imponieren. Imponierend war der Limes auf jeden Fall. Ein schier unendlicher Zaun, der durch halb Deutschland verlief, mit 900 Wachtürmen, die jeweils in Sichtweite zueinander aufgestellt waren. Ein enormer Aufwand, der jedoch sinnvoll war, denn die Wachtürme waren Teil einer wichtigen Kommunikationskette. Bei einem Angriff konnten die Außenposten blitzschnell Alarm schlagen. Tagsüber mit Spiegeln, nachts mit Feuerzeichen. So warnten sie zunächst die benachbarten Wachtürme und schließlich die Truppen in den Kastellen, damit die Feinde abgewehrt werden konnten. Sicher ist, dass der Limes kein unüberwindbares Hindernis war. Mit ihm kontrollierten die Römer, wer im sogenannten kleinen Grenzverkehr ins Reich hineinkam und kassierten Zoll. Auch in Kriegszeiten hielt der Grenzwall allein die Feinde nicht ab. Erst das schnelle und flexible Eingreifen der herbeigerufenen Truppen machte die Stärke der Grenzverteidigung aus. Das galt besonders für die Flussgrenzen an Rhein und Donau, die mit Patrouillenbooten gesichert wurden. So verwildert waren die Ufer vor rund 2000 Jahren fast überall, denn damals schlängelten sich Rhein und Donau noch frei durch die Landschaft und änderten ihren Verlauf sozusagen mit jedem Hochwasser. Trotzdem waren sie die wichtigsten Grenzflüsse der Römer, denn sie trennten das Römische Reich vom freien Germanien. Deswegen werden sie auch Nasser Limes genannt. Im Vergleich zum echten Limes, also dem Grenzwall aus Palisaden, der 550 Kilometer ungefähr lang ist, war die Flussgrenze mit 3000 Kilometer jedoch erstens sehr viel länger und zweitens auch noch schwerer zu kontrollieren. Wie schafften es die Römer also, ihre nasse Grenze mit Booten effektiv zu schützen? Im pfälzischen Germersheim wagt man dazu ein aufwendiges Schiffsexperiment. Ein Jahr lang werden Planken angepasst, wird gehämmert, gehobelt und gebohrt. Wie die Römer wollen sie ihr Kriegsschiff bauen, mit den alten Techniken nach historischem Vorbild. Eine Herausforderung, denn die Bootsbauer der Antike haben keine Baupläne hinterlassen. Augenmaß und Fingerspitzengefühl sind gefragt, wenn das Schiff einst schwimmen soll. Doch die Bootsbauer um Gerrit Wagener wollen noch mehr. Das Ziel des Experimentes wird sein, Aussagen treffen zu können zu der Leistungsfähigkeit dieses Schiffstyps Navis Lusoria und aber auch zur generellen Leistungsfähigkeit dieses Grenzverteidigungssystems am Rhein und an der Donau. Tausende in Pech getränkte Nägel, alle in Handarbeit geschmiedet, werden verbaut.
Sie halten das Navis Lusoria, das spielerische Schiff, zusammen. Die Eichenplanken sind auf Stoß gearbeitet, das heißt Planke an Planke, ohne Überlappung. Das erfordert höchste Präzision, wenn die Bordwand dicht sein soll. Das 18 Meter lange und 2,70 Meter breite Römerschiff ist eine exakte wissenschaftliche Rekonstruktion. Maße und Form liefern ausgegrabene römische Schiffswracks. Es ist wie ein großes Puzzle. Nur aus den geborgenen Wrackteilen rekonstruieren Experten die Baupläne der römischen Marine. Münzen unter dem Mastfuß sollen dem Schiff und seiner Mannschaft Glück bringen. Eine Tradition, die schon die Römer kannten und die auch die Schiffsbauer in Germersheim gern übernehmen. Denn das Experiment steht vor einem entscheidenden Tag. Das Einsetzen der letzten Planken. Der sogenannte Totgang, die letzte offene Stelle im Boot, wird dicht gemacht. Jetzt muss alles passen. Perfekt. Die Bootsbauer haben ganze Arbeit geleistet. Die letzten Nägel werden in die Eichenplanken eingeschlagen und mit Wollfäden abgedichtet. Genauso, wie es die Römer gemacht haben. Es ist eine experimentelle Zeitreise zur römischen Flotte auf den Flüssen Germaniens. Schnelle und schwer bewaffnete Schiffe patrouillieren auf Rhein und Donau und sichern so das Imperium. Ganz so einfach war es dann aber nicht, denn die Flüsse von damals änderten nicht nur permanent ihren Verlauf, sie waren auch stark verzweigt und hatten viele Untiefen. Also eine große Herausforderung sowohl für die Schiffe als auch für die Mannschaften. Denn trotz aller Schwierigkeiten mussten die Wasserstraßen schwer bewacht werden. Schließlich wurden wertvolle Dinge darauf transportiert. Getreide, Wein, Öl. Darauf waren auch die Nachbarn im freien Germanien scharf. Entlang der Flüsse, im Schutz der großen römischen Militärlager, siedelten Handwerker und Händler, die Keimzellen vieler deutscher Städte. Viele Waren wurden mit Schiffen transportiert. Es gab Reedereien, die den römischen Güterverkehr zu Wasser organisierten. Das Militär verdiente bei dem schwunghaften Handel immer kräftig mit, denn Geleitschutz gab es natürlich nicht umsonst. Landeshafen Wörth. Der spannendste Moment im Schiffsbauexperiment ist gekommen. So sieht der Stapellauf eines Römerschiffs im 21. Jahrhundert aus. Eine Containerbrücke hebt das 5 Tonnen schwere und 18 Meter lange Gefährt vorsichtig ins Hafenbecken. Anspannung. Schwimmt der Kahn? So, Männer, das Schiff ist im Wasser. Aber es ist nicht ganz dicht. Die Mutigsten wagen die Jungfernfahrt zum gegenüberliegenden Anleger. Hoffentlich geht alles gut, nach all der Arbeit. Ins Schiff ist noch mehr Wasser eingedrungen. Doch die Experten beunruhigt das nicht. Das Schiff wird jetzt erstmal ein paar Tage wässern, das Holz quillt auf, die Verbindungen werden dicht, sodass das Schiff richtig schön abgedichtet ist. Und dann werden wir es hier vorbereiten für die Versuchsfahrt. Gesagt, getan. Schon sitzen Freiwillige zum ersten Mal an Riemen eines Römerschiffs. Auch ich habe mich gemeldet. Unsere Leistungen und die des Schiffs werden genau protokolliert. Schlagzahl, Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit. Dem Computer entgeht nichts. Und zwei und eins. Die Kommandos des Steuermanns helfen beim gleichmäßigen Einsatz der Riemen. Noch spritzt es zu sehr, doch mit jeder Stunde auf dem Wasser werden wir besser. Und die Blasen an den Händen größer.
was für eine Anstrengung. Endlich, Riemen bei. Eine kurze Verschnaufpause. Jetzt kommt gerade ein bisschen Wind auf. Meine Hoffnung ist jetzt, dass wir das Rudern einstellen und dieses tolle Segel hier hissen. Dann ist das nämlich nicht mehr ganz so anstrengend. Und tatsächlich, unser zweiter Motor kommt zum Einsatz. Doch zu früh gefreut. Zu fest ziehen. Geht bitte anprasseln, Backbord nachgeben. Zack, jetzt ein bisschen höher. Die Segelkünste unseres Kapitäns Christoph Schäfer kommen nicht zum Einsatz. Kaum da ist der Wind nämlich auch schon wieder eingeschlafen. So oder so ähnlich stellt man sich doch eigentlich Sklaven auf einer Galeere vor, die dann wirklich bis zum Umfallen gerudert haben. Aber hatten die nicht immer noch eine Trommel dabei? Eine Trommel haben wir hier nicht an Bord, da ist überhaupt kein Platz für da. Und Sklaven auf antiken Schiffen, das ist auch Fehlanzeige, denn da ruderten Soldaten hier auf solchen Schiffen. Und wie schnell kamen denn die Soldaten in solchen Schiffen voran? Nach unseren jetzigen Ergebnissen können wir sagen, dass selbst eine Landtruppe binnen weniger Tage den effektiven Gebrauch eines solchen Fahrzeugs erlernen kann. Es gibt auch einen Mast mit einem Segel dran, mit einem Vierkantsegel. Wann kam das zum Einsatz? Ein solches Rahsegel kam immer dann zum Einsatz, wenn man auch nur segeln konnte, denn es entlastet natürlich die Ruderbesatzung. Nach unseren Messungen können wir jetzt schon sagen, dass bestimmt 40% der Strecke auf antiken Flüssen im Norden Europas gesegelt werden konnten. Doch dank der Flaute dürfen wir erst noch mal ein Stündchen rudern. Mit der Lusoria Renana ist nicht nur ein Stück Geschichte lebendig geworden, sie zeigt auch, mit ihrem flachen Rumpf sind diese Schiffe tatsächlich sehr schnell und wendig und kamen damit auf den damals ungebändigten Flüssen der Antike sehr gut zurecht. Damit waren diese tänzerischen Schiffe, wie sie auch genannt wurden, hier auf dem nassen Limes mindestens so wichtig wie die Kastelle und Wachtürme entlang des echten Limes. Die Germanen hatten dem nichts Vergleichbares entgegenzusetzen und so schafften es die Römer mit einer Flotte von Hunderten solcher Schiffe, den kompletten Flussverkehr hier zu kontrollieren. Letztlich haben sie die Binnenschifffahrt erfunden. Römische Soldaten als Ruderer. Ganz schön clever, denn so waren die Schiffe schwimmende Kleinkastelle. Und die Legionäre konnten an jedem beliebigen Uferabschnitt sofort eingesetzt werden. Ein Ländeburgus. Von diesen schwer bewachten Anlegestellen aus konnten Waren, Soldaten und Nachrichten dann über das römische Straßensystem weiter transportiert werden. Meilensteine, die in regelmäßigen Abständen entlang der Wege aufgestellt waren, dienten der Orientierung. Erst die Straßen erschlossen die römische Welt hinter den Flüssen, auch in den germanischen Provinzen. Die Verkehrswege waren damals einmalig. Sie erlaubten Reisen in bisher ungeahnter Geschwindigkeit, selbst bei schlechtem Wetter, da die Wagenräder nicht mehr wie bisher im Matsch versanken. Auch das weit verzweigte Straßennetz der Römer war also mit System angelegt. Damit die Kutscher nicht über Schlaglöcher fluchen mussten, bauten die Römer ihre Straßen in einem mehrschichtigen Aufbau. Er ist bis heute vorbildlich. Über eine Frostschutzschicht aus großen Steinen kamen mehrere Lagen immer feinerer Schüttungen, die dann noch mit Steinplatten abgedeckt waren. Qualitätsarbeit, typisch für die Römer. Dies ist ein römischer Straßenatlas. Ähnlich gute Karten gab es in Europa erst wieder sehr viel später. Eingezeichnet waren die Routen im Römischen Reich mit Entfernungsangaben, aber auch Städte und Raststationen, die so ähnlich ausgesehen haben könnten wie die hier hinter mir. Und wie so vieles bei den Römern waren auch die Raststationen nach klaren Vorgaben gebaut. In Hechingenstein, gegenüber der berühmten Hohenzollernburg, wird so eine Raststation seit etlichen Jahren ausgegraben.
Die Archäologen haben herausgefunden, dass die Station an einer Hauptverbindungsstraße gelegen war und gleichzeitig Teil einer Villa Rustica, eines römischen Landguts. So konnten die Reisenden mit Speisen aus eigener Herstellung verwöhnt werden. Die römischen Landgüter lagen meist im Hinterland des Limes. Und so hat die Villa Rustica von Hechingenstein zu ihrer Blütezeit ausgesehen. Teile der Gebäude wurden auf den originalen Grundmauern rekonstruiert. So können Besucher mit eigenen Augen sehen, wie großzügig die Römer bei uns gebaut haben. Die Villa verfügte über alle Annehmlichkeiten der römischen Zivilisation. Latrinen mit fließendem Wasser, großzügige Gärten und eine Vielzahl von Gebäuden mit den verschiedensten Funktionen. Das prächtige Haupthaus, in dem der Verwalter wohnte. Zahlreiche Lagerhallen, Werkstätten für Schmiede und Küfer. Es gab Ställe für das Vieh, eine Bäckerei und als Highlight eine hauseigene Brauerei. Neben der Brauerei lag ein eigener Tempelbezirk, um für eine gute Aussaat und Ernte zu bitten. So eine Villa Rustica war eine kleine römische Welt für sich, mitten in Germanien. Vor 2000 Jahren eroberten die Römer den Südwesten Deutschlands. Mit genagelten Militärstiefeln, gewaltigen Geschützen und dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Gesichert haben sie ihre Provinzen mit Flusskriegsschiffen auf Rhein und Donau und dem beeindruckenden Grenzwall Limes. Der Limes ist das größte Bodendenkmal Europas und heute Weltkulturerbe. Aber die Römer brachten uns weit mehr als Soldaten und Kastelle. Sie beglückten uns mit dem Vorläufer der Bundesliga, Gladiatoren in der Arena. Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Im Gefolge der römischen Legionen kam noch viel mehr zu uns. Prächtige Badeanstalten, die Thermen. Mit Fußbodenheizung, versteht sich. Das Frischwasser für das Badevergnügen kam schon damals von weit her, über Fernleitungen, eine technische Meisterleistung. Öffentliche Toiletten, ebenfalls eine römische Erfindung. Mit ihr ließen sich gute Geschäfte machen. Auch davon verstanden die Römer etwas. Ihre Lebensart, ihre Errungenschaften und ihre Städte haben unser Land verändert. Und bis heute finden wir sie, die Spuren der Römer im Südwesten. Vor 2000 Jahren sandte es eine Legion zu uns nach Germanien. Die Römer brachten uns Gladiatorenkämpfe, Brot und Spiele. Was sie noch alles im Gepäck hatten, will ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten verraten. Meine Spurensuche führt uns in die Kaiserthermen nach Trier und zeigt uns eine Badekultur, die sich nicht hinter heutigen Wellnessbädern verstecken muss. Bautechnisch hatten die Römer schon einiges drauf. Und wie und wo sie ihre Geschäfte machten, ist legendär. Wir lassen die Städte der Römer in den germanischen Provinzen wieder auferstehen. Wir schauen damaligen Handwerkern über die Schulter und erkunden, was auf ihrem Speisezettel stand. Und natürlich möchte ich auch wissen, wie das römische Essen geschmeckt hat. Welche Spuren der Römer entdecken wir heute noch bei uns? Sie werden sehen, jede Menge, wenn wir genau hinsehen. Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Zeitreise. Oft kamen sie die Flüsse entlang,
Zuerst die Legionen, dann Händler und Handwerker. Und sie blieben. Die Römer haben sich bei uns festgesetzt, vor allen Dingen im Südwesten. Als ihre Feldzüge vorüber waren, haben sie in Germanien Provinzen errichtet. Hier an der Mosel fühlten sie sich besonders wohl, denn wegen des milden Klimas wächst hier der Wein sehr gut und der war ja bei den Legionären sehr beliebt. Aus den Kastellen der römischen Soldaten entwickelten sich mit der Zeit dann zivile Siedlungen und daraus moderne Städte. Und das Paradebeispiel im Südwesten ist Augusta Treverorum, das heutige Trier. Über die Römerbrücke fahre ich hinein in die älteste Stadt Deutschlands, gegründet im Jahr 16 vor Christus. Auch der Ursprung von Trier war natürlich ein Militärlager. In seiner Nachbarschaft siedelten sich Menschen an und aus dieser Siedlung entwickelte sich dann eine Stadt mit prächtigen Thermen. Und einer 33 Meter hohen Basilika. Heute der größte erhaltene Einzelraum aus der Antike. Auch das Wahrzeichen von Trier stammt von den Römern, die Porta Nigra, das schwarze Tor. Die Porta Nigra war der nördlichste Durchlass der Stadtmauer, die im 4. Jahrhundert die Kaiserstadt umschloss. Kaiserstadt deshalb, weil damals gleich mehrere römische Cäsaren in Trier residierten, das mit 100.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich der Alpen war. Ihre Straßen waren schachbrettartig angelegt. In Trier konnten sich die römischen Baumeister so richtig austoben. Einen derartigen Bauboom hat die Stadt bis heute nicht wiedererlebt. So sieht eine typische moderne Baustelle aus. Auf den ersten Blick hat das erstmal nicht viel mit Römern zu tun, stimmt aber nicht, denn die verwendeten zum Teil schon dieselben Materialien, Beton zum Beispiel. Ohne diese Mischung aus Zement, Stein und Wasser geht heute auf dem Bau überhaupt nichts mehr. Erfunden haben ihn aber die Römer, die nannten ihn nur anders, und zwar Opus Cementitium. Dieser Wunderbaustoff erlaubte es den Römern, die kühnsten Dinge zu bauen, wie zum Beispiel die weltberühmte Porta Nigra. Den Namen hat sie zwar von dem verwitterten Sandstein, aber die Fundamente und der Kern sind aus dem Beton der Antike Opus Cementitium. Wenn man sich überlegt, dass die Germanen damals in Holzgebäuden lebten, mit Mauern aus Lehm und Flechtwerk, wird deutlich, was für ein Zeichen der Macht und Überlegenheit die Römer mit dieser Porta Nigra setzten. Der Westturm der Porta Nigra ist 30 Meter hoch, das gesamte Tor 36 Meter breit. In der Mitte befindet sich ein offener Innenhof. Eine monumentale Architektur, die nicht nur mich beeindruckt. Die Porta Nigra ist der Touristenmagnet in Trier. Die Römer bauten die ersten richtigen Städte in Germanien. Neben den Prunkbauten gab es auch einfachere Häuser, in den Handwerkervierteln zum Beispiel. Wie die genau gebaut wurden, schauen wir uns im archäologischen Park in Xanten an. Bei diesen einfachen Häusern kam nicht der aufwendig herzustellende Opus Cementitium zum Einsatz, sondern Lehm. Die Römer waren praktisch veranlagt, berichtet Hans-Hubert Heinrichs. Er ist Experte für römische Lehmbauten und hat für das Experiment in Xanten eine spezielle Lehmmischung kreiert. Sein Erfolgsrezept? Trocken muss er sein. Dann kann man den Lehm gut verdichten und er wird hart wie Stein. Seit Monaten füllen Heinrichs und seine Helfer eine Verschalung nach der anderen. Das Resultat ist ein solides zweistöckiges Haus. Gut und günstig. Doch zuvor musste der Architekt Dr. Peter Kienzle schwierige Fragen beantworten. Wie hoch bauten die Römer die Räume? Wie groß waren die Fenster? Lag der Dachfirst parallel zur Straße oder quer? Von den Lehmhäusern stehen meist nur noch die Fundamente. Daher ist hier neben Sachverstand und Quellenstudium manchmal auch Fantasie gefragt. So könnte es zum Beispiel damals in einer Küche ausgesehen haben. Jedes Mal wieder ein spannender Moment. Nach 2 Tagen wird die Verschalung abgenommen.
Der Lehm hält. Die Experten demonstrieren eine weitere Technik. Diesmal wird feuchter Lehm mit Stroh vermischt und auf ein Flechtwerk von Weidenruten aufgetragen. Das Stroh soll dem Lehm beim Trocknen Halt geben und Risse verhindern. Diese Fachwerktechnik wandten die Römer vor allem im Innenbereich an. Und so sah es dann aus, das einfache Handwerkerhaus in der Römerstadt, wie zum Beispiel in Trier. In Sichtweite standen die großen Prachtbauten, wie etwa die Thermen. Von der ursprünglichen Bebauung der Römer ist kaum noch etwas erhalten geblieben. Eine Ausnahme sind die Kaiserthermen in Trier. Diese antike Badeanstalt wurde so vor etwa 1700 Jahren gebaut. Und die Details dazu, die kennt er. Hier musste das Wasser künstlich aufgewärmt werden. In großen Heiztürmen. Doch standen 15 Meter hohe Behälter aus zusammengenieteten Bronzeblechen. Und diese 25 Räume, die mit Heißluft, Heißwasser versorgt werden mussten, lagen zum großen Teil weit weg von diesen Heizöfen. Sie sehen ja da hinten diese Löcher mit den Bögen. Das sind solche Heizöfen nur für diesen Raum. Das hier wurde heißes Wasser für die vielen Becken der Thermen. Damit die Römer beim Gang von Pool zu Pool keine kalten Füße bekamen, gab es natürlich eine Fußbodenheizung. In den unterirdischen Gängen, es ist ein wahres Labyrinth, wuselten damals die Bediensteten der Badeanstalt, damit die Feuer niemals ausgingen und immer genügend frisches Wasser in den Becken war. Schon die Römer brauchten also enorm viel Frischwasser, nicht nur zum Baden, sondern auch zum Trinken und zum Beseitigen von allerlei Abfällen. Sichergestellt wurde die römische Wasserversorgung durch Fernwasserleitungen, sogenannte Aquädukte. Und die funktionierten so perfekt, dass man fast vergessen könnte, wie schwierig es damals war, an Wasser zu kommen. Ein römischer Vermessungstrupp in unwegsamem Gelände mit schwierigem Auftrag. Den Verlauf für eine Wasserleitung vermessen, über Täler und Abhänge hinweg. Außerdem müssen sie das Aquädukt so bauen, dass das Wasser zuverlässig über zig Kilometer hinweg zu den großen Provinzstädten fließt. Wie haben die Römer das immer wieder hinbekommen? Den Geheimnissen der damaligen Landvermesser wollen wir in der Eifel nachspüren. Über Berg und Tal verlief hier einst so eine römische Wasserleitung. Mit rekonstruierten römischen Vermessungsgeräten machen sich experimentelle Archäologen daran, die Messkünste der Römer zu überprüfen und deren Techniken dabei nachzuvollziehen. Dieses Ungetüm heißt Chorobat. Es besteht aus einem 6 Meter langen Balken, der mit Hilfe von Loten in die Waage gebracht wird. Kann man die Lote zum Beispiel wegen zu starken Windes nicht benutzen, hilft eine eingebaute Wasserwaage. Einfach, aber effektiv. Steht der Chorobat, wird die Höhe bis Oberkante Balken gemessen. Die Länge hat man durch das Gerät, also 6 Meter. Wie einen Stechzirkel dreht die Crew nun den Chorobat über dem letzten Messpunkt. Nicht ganz einfach in dem unwegsamen Gelände, doch so können kontinuierlich Höhen und Längen addiert werden. Aus Höhenunterschied und Streckenlänge lässt sich dann das Gefälle errechnen, das man für die Wasserleitung braucht. Noch ein bisschen nach links. Hier wird eine weitere Einsatzmöglichkeit getestet. Das Peilen über eine längere Distanz mit einem Ziel auf der anderen Talseite. So sah wahrscheinlich eine vorbereitende Messung zur Planung einer Aquäduktbrücke aus. Die Oberkante einer weißen Tafel wird über die Länge des Balkens anvisiert.
Die Nachprüfung mit einem modernen Messgerät ergibt, dass sich die experimentierenden Archäologen nur um 1 Zentimeter vermessen haben. Fazit: Der Chorobat der Römer war ein einfaches, aber sehr präzises Messgerät. Damit ließen sich Aquädukte bauen. Das Quellwasser floss über Brücken und durch gemauerte Kanäle. Noch heute sind Teile der Leitung erhalten, die ideal dem Geländeverlauf angepasst war. Ein faszinierendes Bauwerk, das die Meisterschaft der römischen Ingenieure noch nach 2000 Jahren beweist. Sicher, sauber und zuverlässig floss das Wasser von den Eifelhöhen hinab ins Tal bis nach Köln. Die Römer hatten die Anlage als reine Gefällewasserleitung gebaut und nutzten den Höhenunterschied von ca. 400 Metern aus. Über 95 Kilometer floss das Wasser von der Eifel bis nach Köln. Und so hatten die Thermen dort immer genug Frischwasser. Thermen. Das war damals etwas absolut Neues im Germanien der ersten Jahrhunderte nach Christus. Die Badekultur der Römer wurde jedoch begeistert aufgenommen. Bis heute ist sie ein Vorbild für moderne Wellnessbäder. Warm- und Kaltwasserbecken, Massagen, Fußbodenheizung. Und alles zu zivilen Preisen. Was hat es denn damals gekostet, hier baden zu gehen? Wir wissen das einmal aus einem Seneca-Brief, auch aus einer spanischen Inschrift. Für eine Person ein Ass. Sie merken, da ist ganz gut Gewicht. Dann ist ja noch relativ dick. Und eine Vierergruppe, die hat eine Sesterz bezahlt. Und für eine solche große Münze hätte man vielleicht 2 Brotfladen bekommen, 2 Gläser Wein. Ich würde mal sagen, so wie bei uns heute 4 Euro, 5 Euro etwa. Also das Bad war preisgünstig. Denn dem Staat war gelegen, dass die Staatsbürger zufrieden waren und die Bäder mit ihrer Entspannung gehörten einfach zu dem Programm dazu, genau wie die Amphitheater. Mit in dem Eintritt sozusagen mit drin war der Besuch bei den Latrinen. Man musste ja fürs Müssen zahlen. Dafür konnte man aber da im doppelten Sinne auf gute Geschäfte hoffen. Geld stinkt nicht, soll Kaiser Vespasian gesagt haben, als er die Latrinensteuer erließ. Tatsächlich durften die Römer jedoch nicht geruchsempfindlich sein. Eine eigene Toilette hatten nämlich nur die wenigsten. Stattdessen traf man sich beim Stuhlgang in der öffentlichen Latrine. Hier spielte man um Geld oder knüpfte Kontakte in der Hoffnung auf gute Geschäfte. Toilettenpapier kannten die Römer nicht. Man nimmt an, dass solche Rinnen mit fließendem Wasser zum Reinigen der Bürste genutzt wurden. Und die wiederum, naja, das ist Spekulation. Bewiesen ist hingegen, dass in dieser öffentlichen Latrine in Rottenburg über 30 Personen gleichzeitig auf den Holzbalken über der Rinne Platz fanden. Das hat die Steuereinnehmer von Kaiser Vespasian sicher gefreut. Hygienisch waren die Römer den benachbarten Völkern auf jeden Fall voraus. Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung waren in ihren Städten auf einem Stand, der in Deutschland erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht wurde. Selbst nachts in dunklen Gassen hatten die Römer vorgesorgt, wenn mal einer musste. Die Urinsammelbehälter waren allerdings kein sanitärer Service der Stadtverwaltung. Nein, mit den Fäkalien ließ sich Geld verdienen. Färber sorgten dafür, dass die Amphoren regelmäßig geleert wurden. Kein angenehmer Job, doch auch hier galt: Geld stinkt nicht.
Der römische Sinn fürs Praktische triumphierte. Die Bürger waren erleichtert und der Färber brauchte den Urin als Rohstoff für sein Gewerbe. Je mehr, desto besser. Die ganze Nacht war der Mann mit dem übelriechenden Handwerk unterwegs, leerte Amphore um Amphore. Wenn die Stadt dann endlich erwachte, machte er sich auf den Nachhauseweg. Es muss ein ganz schöner Krach gewesen sein, wenn die Karren mit ihren eisenbeschlagenen Rädern über die Pflastersteine ratterten. Am meisten Betrieb herrschte gewöhnlich rund um das Forum, den zentralen Platz einer jeden Römerstadt. Hier war der Markt, hier fanden Gerichtsverhandlungen statt und wurden politische Versammlungen abgehalten. Wer etwas Neues erfahren wollte, ging zum Forum. An Markttagen war im Forum besonders viel los. Aus den Kastellen kamen Soldaten, um sich über das neueste Waffenangebot zu informieren. Doch nicht nur poliertes Metall wurde geprüft, begutachtet und gekauft. Auch die Bauern aus der Umgebung brachten ihre Waren an den Mann oder die Frau. Geld war der Motor der römischen Wirtschaft. Es galt eine Währung im ganzen Imperium. Das haben wir im heutigen Europa erst wieder mit dem Euro erreicht. Nach der anstrengenden nächtlichen Sammeltour kehrt der Färber zurück in sein Handwerkerviertel, erkennbar an den typischen Arkadengängen. Diese Damen sind von der Fachhochschule Köln. Sie wollen herausfinden, wozu der gesammelte Urin gut war. Im Labor wird die Färberweidpflanze kleingeschnitten. Sie wächst bei uns im Wald und ist die billigere Alternative zu Indigo. Bei beiden geht es um den blauen Farbstoff und um an den heranzukommen, braucht man Urin. Das Blau in den Blättern des Färberweids ist nämlich erst einmal nicht wasserlöslich. Das Ammoniak im Urin, das was so stinkt, bindet den Sauerstoff des Farbstoffs. Der ist zwar dann immer noch nicht blau, aber wasserlöslich. Dazu ein bisschen Kalk und Pottasche, Deckel drauf und warten. 14 Tage. Der römische Färber hatte diese Zeit nicht. Er arbeitet mit mehreren Bottichen parallel. Zeit ist Geld. Das galt schon in der Antike. Große Stoffbahnen werden mit der Urin-Färber-Weitmischung getränkt. Und dann ist der Stoff braun. Nicht sehr appetitlich. Dazu der ganze Aufwand? Zurück im Labor in Köln. Der Gestank des vergorenen Färberweids ist für unsere heutigen feinen Nasen nur schwer zu ertragen. Doch die Wissenschaft verlangt Opfer. Ein Stück Naturbaumwollstoff soll gefärbt werden. Okay. Ich hab's. Auch hier ist im ersten Moment kaum blau zu erkennen. Erst langsam, durch den Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft, kommt der blaue Farbstoff zum Vorschein. Seine Ware verkaufte der Tuchfärber auf dem Markt. Sein Weg dorthin war lang. Weil sein Gewerbe keine Wohlgerüche verbreitete, lag sowohl das Viertel der Färber als auch das der Gerber abseits der Hauptstraßen und weit weg vom Forum. Trotzdem konnte es ein fleißiger Handwerker in der römischen Gesellschaft zu einem bescheidenen Wohlstand bringen. Konnte denn so ein Färber in der römischen Gesellschaft noch weiter aufsteigen? Ja, also wenn er das Mindestvermögen für die zum Beispiel politischen Ämter nachgewiesen hat, dann konnte er politisch das Amt bekleiden, in die Stadtregierung eintreten, konnte Priester werden. Priesterämter waren auch sehr beliebt, etwa im Kaiserkult.
Und da konnte er entsprechend sich darstellen. Und wer bewegte sich sozusagen in der Oberschicht? Wer hatte richtig viel Geld? Naja, die reichen alteingesessenen Familien des Kaiserhaus natürlich, aber auch die anderen senatorischen Familien, die hatten immensen Grundbesitz, reiche Häuser, reiche Villenanlagen. Das war also eine eigene Klasse für sich. Und die Kluft zwischen diesen Superreichen und der Masse der Gesellschaft war viel größer, als das heute bei uns der Fall ist. Die Reichen, die im Zentrum gewohnt haben, die viel Geld hatten, die haben ja gern auch gezeigt, was sie hatten, zum Beispiel mit Luxusgütern. Mhm. So ein Luxusgut war Terra Sigillata, wenn man so will, das Meißner der Antike. Hergestellt wurde es unter anderem im pfälzischen Rheinzabern. Und die Produktion war nur was für Spezialisten. Spezialisten, die nach dem Motto Vorsprung durch Technik produzierten. Die Drehscheibe ermöglichte Massenproduktion bei gleichbleibender Qualität. Die Nachbarn in Germanien töpferten ohne Drehscheibe und entsprechend langsam. An die Qualität von Terra Sigillata kamen sie nie heran. Das Meißner der Antike wurde in großen Öfen gebrannt. Beim Brennprozess durfte keinerlei Asche an die Keramik kommen. Das war schwierig. Immer wieder gab es Ausschuss. Auch deshalb war Terra Sigillata richtig teuer. Die Öfen in den römischen Manufakturen in Rheinzabern gingen nie aus. Entsprechend schlecht war dort die Luft. Die Römer brauchten enorm viel Energie und Rohstoffe. Heute weiß man, sie waren die ersten globalen Umweltverschmutzer. Kunstvolle Dekors zierten Teller, Töpfe und Tassen. Sie gehörten zum römischen Ars Vivendi, der Kunst zu leben. Was auf den Teller kam, war den Römern sogar noch wichtiger. Sie schlemmten für ihr Leben gern. Also werfen wir mal einen Blick in ihre Küchen. Dort werkelte ab den frühen Morgenstunden das Personal. Köche, Sklaven, Küchenhilfen, um täglich mindestens 2 warme Mahlzeiten zu bereiten. Was in den Töpfen schmorte, versuchen Spezialisten herauszufinden, die sich bei archäologischen Ausgrabungen hauptsächlich dafür interessieren, was hinter den Küchen gefunden wird. Aus den antiken Küchenabfällen rekonstruieren sie den Speiseplan der Römer. Detektivarbeit. Knochen geben Hinweise auf die bevorzugten Fleischsorten, aber auch viel kleinere Indizien werden gesammelt. Dafür werden die Proben zunächst geschlemmt, das heißt durch immer feinere Siebe gefiltert. Selbst die kleinste Spur ist wichtig. Verkohlt haben die Speisereste die Jahrhunderte überdauert. Unter dem Mikroskop erkennen die Spezialisten schließlich Linsen, Weintraubenkerne, die Überreste von Datteln. Durch Artbestimmung und statistisches Auszählen tausender von Proben entdeckten die Forscher eine regelrechte Invasion der Nutzpflanzen. Die Römer haben in erster Linie den Gartenbau hier vorangetrieben und haben dazu eine ganze Reihe aus dem Mittelmeergebiet stammender Gemüse, Gewürzpflanzen und Obst mitgebracht und hier heimisch gemacht. Natürlich auch den Wein. Professor Manfred Rösch kultiviert auf seinem Weinberg am Bodensee eine alte römische Rebsorte, den Elbling. Was passt dazu besser als Austern? Diese fanden die Archäologen ebenso wie Rinder, Schweine und Schafsknochen. Besonders gern haben die Römer aber offenbar Geflügel gegessen. Davon fanden die Wissenschaftler besonders viele Überreste. Jetzt wissen wir schon mal, was die Römer gern gegessen haben. Aber wie hat es geschmeckt? Wie waren die Speisen gewürzt und zubereitet? Dazu mache ich mich auf ins Saarland, zum römischen Landgut Villa Borg. Hier wird gekocht wie zu Zeiten der Römer. Ich bin sehr gespannt. Doch zuerst geht's in den Garten.
So oder so ähnlich könnte ein römischer Kräutergarten ausgesehen haben. Was uns heute selbstverständlich erscheint, haben tatsächlich erst die Römer zu uns gebracht. Salbei, zum Beispiel Dill, Koriander, Majoran oder auch Thymian. Die Römer verwendeten die Kräuter zum Heilen, aber auch in der Küche. Die Zutaten liegen schon bereit. Es kann losgehen. Im Kessel über dem offenen Feuer werden erstmal die Bohnen weich gekocht. Ich begebe mich auf eine kulinarische Zeitreise mit der Tavernenköchin der Villa Borg, Ruth Heisel. Die hat schon zahlreiche Römerrezepte durchprobiert. Da sollte eigentlich nicht schiefgehen. Zu den Bohnen gibt es Schweineschinken. Der Schinken ist vorgekocht, dann lässt sich die Schwarte besser abziehen. Darunter kommen viele Gewürze. Das muss jetzt auch nicht klein geschnitten werden, das lege ich einfach immer so im Ganzen drauf. Ein bisschen Honig. Haben die Römer eher würzig gegessen? Ja, die Römer haben sehr gerne kräftig gewürzt, haben auch gerne zum Beispiel süß mit salzig kombiniert oder süß mit scharf. In den Römertopf. Und dazu reichlich süßer Wein. Sogenannter Mulsum, Zwiebeln und getrocknete Feigen. Eine spannende Mischung. Getrocknete Feigen. Und dann ab in den Backofen. In der Zwischenzeit bereiten wir die Gewürzmischung für die Bohnen vor. Kümmel, Senfkörner, Salz, Pfeffer und jede Menge Kräuter aus dem Garten. Gehackte Zwiebeln und die Kräutergewürzmischung werden nun mit den Bohnen leicht angebraten. Ein Schlückchen Wein dazu und dann kommt noch mal alles übers Feuer. So, der römische Schinken ist fertig. Wahnsinn, toll aussehen tut er und riechen auch, oder? Riecht der lecker. Wow, ja, lecker, ja. Der Schinken ist schön zart geworden, lässt sich prima schneiden. Und auch die Bohnen sind auf den Punkt fertig. Das ist die Erfahrung von Frau Heisel. Über den Schinken kommt dann noch eine Soße aus Feigen und Zwiebeln. Das ist ja jetzt hier doch schon eine relativ wilde Kombination aus süß und sauer. Ja, war genau. Das so? Ja, das haben die Römer sehr gerne gemacht, findet man in ganz vielen Rezepten. Und ich persönlich finde es sehr schmackhaft, also ich esse das auch gern. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Lecker. So ungewohnt, oder? Schmeckt's okay. Nee, sehr lecker. Ja? Würzig, aber ja. Da hatten Sie mich ja schon gewarnt. Spitze. So sah also der Braten eines, sagen wir mal, römischen Gutsbesitzers aus. Und so sein Landgut. Das Verwalterhaus war der prächtigste Bau. Drumherum gruppierten sich Vorratsspeicher, Ställe, Werkstätten und Gärten. So manches Landgut hatte sogar eine eigene Brauerei. Wer gute Freunde zu Gast hatte, bat ins Triclinium. Dort waren drei Liegen in U-Form aufgestellt. Man lag zu Tisch und ließ sich mit Wein und Kostbarkeiten aus der Küche verwöhnen. Doch so ging es nicht immer und überall bei den Römern zu. Im Gegenteil. In den Tavernen der Stadt saß man bei einfachen Speisen und billigem Wein und vergnügte sich mit Spielen, Klatsch und Tratsch. Handwerker, Tagelöhner, Pferdeknechte, sie bevölkerten solche Kneipen. Viele Gäste kamen, um zu essen. Sie besaßen selbst keine Küche und hatten so keine Möglichkeit, selbst zu kochen oder gar kochen zu lassen. Meist begnügten sie sich mit einem einfachen Bohneneintopf, ohne Fleisch.
Je später der Abend, desto mehr Wasser kam in den Wein. Deshalb hatten Wirte bei den Römern auch den Spitznamen Wassermann. Einige Gäste bemerkten diesen Schwindel schon gar nicht mehr. Nicht ungewöhnlich in solch einer Taverne, Frauen, die ihre Dienste anboten. Der Wirt war natürlich am Umsatz beteiligt und forderte den vollen Einsatz für den Gast. So konnte der Wirt später vielleicht ein oder zwei Ass auf die Rechnung setzen. Damit wäre der Liebesdienst nicht teurer als ein halber Liter Wein. Leichte Mädchen waren damals nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Zur Bezahlung ihrer Dienste hatten die Römer sogar spezielle Wertmarken entwickelt. Hier haben wir jetzt so eine Wertmarke fürs Bordell. Warum gab es die denn überhaupt und hat man nicht ganz normal mit Geld bezahlt? Das war ein Eintrittsgutschein. Im Amphitheater, im Zirkus wurden Geschenke ans Publikum verteilt, Geldgeschenke, kostbare Speisen vielleicht oder auch eben so ein Bordellgutschein. Und da der Bordellbesuch was ganz Normales war in der römischen Antike, hat da auch keiner Anstoß dran genommen. Die Bordelle gehörten in jeder Ausprägung von ärmlich bis sehr aufwendig und luxuriös zum Bild der Städte dazu. Unterhaltung generell hat ja bei den Römern eine große Rolle gespielt. Hier haben wir jetzt einen Superstar aus der Arena. Wer ist das denn? Naja, da würde heute Michael Schumacher auf dem Mosaik stehen. Damals steht jetzt eben Polydus, der Name des Rennfahrers und seines wichtigsten Pferdes, Kompressor. Das war das, was sozusagen in der Arena das Tempo und die Richtung vorgab. Und diese Rennfahrer waren berühmt, wie ihre Kollegen heute auch. Die haben lange Karrieren gemacht, um die wurde von den Rennställen geworben, die haben Preisgelder angeheult. Also der Rennzirkus damals war ähnlich wie heute, nur eben ohne Autos und mit Pferden. Gladiatorenspiele und Wagenrennen begeisterten die Massen. Sie waren mindestens so wichtig wie heutige Fußball-Weltmeisterschaften. Die Stars der Arena hatten riesige Fanclubs, die sich oft gegenseitig bekriegten. Arenen gab es in den großen Städten wie Trier und Mainz, aber auch in kleinen Militärlagern wie Dambach und Künzing. Wie war es, ein Gladiator zu sein? Eine große Frage, die experimentelle Archäologen beantworten möchten. Experimentelle Archäologie ist die Erprobung dessen, was man sich zuvor am Schreibtisch erarbeitet hat. Das heißt, wenn man sich etwa mit Gladiatoren auseinandersetzt und sich Fragen stellt, wie lange dauert ein Gladiatorenkampf? Wie ist es eigentlich, wenn man so einen Gladiatorenhelm aufsetzt? Wie kämpfen die eigentlich gegeneinander? Das sind lauter Dinge, die kann man sich anlesen, man kann sich das am Schreibtisch alles zurechtlegen, aber man kann dieses Puzzlespiel, das man dann hat, erst dann zum Leben erwecken, wenn man es in die Praxis umsetzt. Und das ist der Kern der experimentellen Archäologie. Eine Gruppe Studenten der Universität Regensburg wagt das Gladiatoren-Langzeitexperiment. Unter wissenschaftlicher Beobachtung leben sie 3 Monate lang wie ihre antiken Vorbilder. Hunderte Messwerte sollen die Grenzerfahrung festhalten, die mit viel körperlichem Training noch ganz harmlos beginnt. Doch schon bald wird es rauer. Und mit dem Umzug in eine historische Arena und dem täglichen stundenlangen Üben mit Helm, Schild und Schwert bekommt das Experiment eine neue Qualität. Der entscheidende Punkt ist, dass die Männer, die dieses Experiment durchführen, gar nicht mehr wissen, wie sehr sie schon im Detail stecken. Denen ist gar nicht mehr bewusst, dass sie Gladiatoren spielen, sondern es sind Gladiatoren. Weil deren Tagesablauf fest dann an diese Sache gebunden ist. Die leben das. Die gaukeln das nicht vor für einen Film, sondern sie sind dann Gladiatoren. Erstes Training im Morgengrauen. Vor dem Frühstück, versteht sich. Drill an den Waffen.
Die Bewegungen sollen in Fleisch und Blut übergehen. Dann endlich Pause. Das Essen muss wie in der Antike selbst zubereitet werden. Feine Gewürze und Kräuter sind hier nicht vorgesehen. Ebenso schlicht ist das Nachtlager der Nachwuchsgladiatoren. Essen ist fertig. Wieder einmal gibt es Bohnen. Bohnen und etwas Gemüse. Also da ich schon seit längerer Zeit eben auch Hülsenfrüchte in meinen Speiseplan mit eingebaut habe, war die Umstellung hier nicht so groß. Aber wenn man natürlich trotzdem mal bei anderen sieht, wie sie etwas anderes essen, dann gut, dann kommt natürlich schon, der Gusto. Man möchte jetzt auch etwas anderes essen, aber ansonsten, solange man es nicht sieht, ist es in Ordnung. 3 Monate müssen die Studenten die fleischlose Kost, die aus antiken Schriftquellen für Gladiatoren überliefert ist, ertragen. Fleisch, was uns leider nur sehr, sehr selten vergönnt sein wird, oder auch Fisch. Aber wohl die meisten meiner Kollegen wären wahrscheinlich schon mit einem einfachen Leberkäse-Semmel zufrieden. Also man schraubt seine Erwartungen spürbar zurück. Auch wenn es aus heutiger Sicht ein karges Leben war, regelmäßige Mahlzeiten und besonders die medizinische Versorgung war für die meisten Gladiatoren eine Verbesserung. Denn Gladiatoren waren Entrechtete, Kriegsgefangene, Sklaven, Verurteilte. Ein zum Tode Verurteilter konnte ad ludum, also zu den Spielen, begnadigt werden und kam dann in eine der Gladiatorenschulen. So entging er erst einmal dem sicheren Tod. Doch wie waren seine Überlebenschancen in der Arena? Wie viele Gladiatoren sterben in der Arena? Möglichst wenig. Denn ansonsten hätten sich diese Gladiatorenschulen binnen kürzester Zeit aufgelöst, da man ja immer auf diese erfahrenen Kämpfer zurückgreifen musste. Dennoch, am Ende lag das Schicksal der Gladiatoren in der Hand des Publikums. Neben der Arena war der Tempel das herausragende Gebäude einer jeden Römerstadt. Der säulengeschmückte Prachtbau zeigte auf den ersten Blick, wie wichtig auch den Menschen in den germanischen Provinzen die Verehrung der Götter war. Vor dem Tempel wurden ihnen Opfer dargebracht. Das geschah überall im Imperium nach ganz strengen Regeln, damit die Götter nicht erzürnt wurden. Denn das fürchteten die Römer mehr als die schlimmsten Feinde. Zum römischen Leben gehörte auch die Religion. Im Pantheon der römischen Götterwelt war jedoch nicht nur Platz für die eigenen Götter, sondern auch für die der Eroberten. Hier in Tavern, in dem Tempelbezirk, wurde dieses Relief einer keltischen Pferdegöttin gefunden. Die Idee der Römer war einfach: solange die anderen Götter die bestehende Ordnung nicht in Frage stellten, akzeptierten sie sie. Trotz ihrer technischen und kulturellen Überlegenheit glaubten die Römer also daran, dass es noch Mächte gab, die größer waren als sie. Geopfert wurde zu jeder Gelegenheit. Als Dank für eine gute Ernte, für einen erfolgreichen Feldzug, für ein geglücktes Fest. Die Römer vergaßen ihre Götter nie. Und sie waren tolerant, solange der göttliche Kaiser und die Staatsgötter nicht in Frage gestellt wurden. Auch das ein Geheimnis ihres zivilisatorischen Erfolgs in Germanien.
Stärke nach außen und klare Regeln im Inneren machten das Imperium Romanum zu einem Weltreich, das in Größe und Dauer bis heute seinesgleichen sucht. In den germanischen Provinzen brachte ihre Herrschaft über 300 Jahre relative Stabilität und wirtschaftliche Blüte. Doch das hatte dann alles ein Ende. Die römischen Soldaten wurden in die Defensive gedrängt. Germanische Stämme aus dem Osten, Franken und Alemannen bedrängten im 3. Jahrhundert den Limes und auch die Flussgrenzen. Das Imperium konnte diese Angriffe schließlich nicht mehr abwehren. Die Waffen der Römer und ihre Legionen hatten ihren Schrecken verloren. Der Druck aus den weiten Räumen des freien Germaniens wurde immer größer. Zudem hatte das Römische Reich seine innere Stabilität und Souveränität verloren. Es wurde ein Rückzug auf Raten. Auch wenn die römischen Legionen unser Land wieder verlassen haben, bis heute sind die Römer bei uns präsent. Nicht nur durch ihre prächtigen Baudenkmäler, vielmehr prägen ihre kulturellen Errungenschaften unser Leben bis heute. Unsere Zeitreise zu den Römern im Südwesten hat gezeigt, ihre Spuren sind auch nach 2000 Jahren noch nicht verwischt.